Was ist dein Markenzeichen? Ich glaube, dass ich schwarz angezogen bin. Wie viel Bass ist genug? Ungefähr bei 80 Hertz so um die 5 dB. Welches Klischee über DJs stimmt eigentlich? Weiter. Was ist deine schlechteste Angewohnheit? Dass ich sehr faul bin. Wann gehst du normal schlafen? Sehr früh morgens. Was war deine größte Heldentat in deinem bisherigen DJ-Leben? Dass ich trotz halber Verbrennungen durch ein Feuerwerk immer noch mein Set zu Ende gespielt habe, mal in Holland. Sag mal, wann würdest du dich für ein Magazin nackt ausziehen? So ab einer Million. Welchen Contest hast du schon mal gewonnen? Ich sollte eigentlich Lufthansa-Pilot werden. In dem Sinne könnte man den Lufthansa-Pilotentest als Contest sehen. Da habe ich zwar nicht gewonnen, ich habe ihn bestanden. Also fast eine falsche Antwort. Was machst du, wenn du für eine Minute unsichtbar bist? Für eine Minute unsichtbar. Mich nach der Minute ärgern, dass die Minute vorbei ist. Und mir nicht eingefallen, ist, was ich hätte tun können. Was ist das Ekligste, was du jemals gegessen hast? Da kann ich eigentlich relativ schnell drauf antworten. Fleisch. Was ist dein bester Dance-Move? Oh! Die Älteren unter unseren Zuschauern würden das noch sich dran erinnern. The Cure habe ich früher sehr gerne gehört, auch immer noch. Und da gab es einen ganz bestimmten Tanzstil bei The Cure. Soll ich den jetzt vormachen, oder was? Man stand ungefähr 5 Stunden auf der Tanzfläche und hat nur so gemacht. Ihr kennt das noch, oder? Welcher Act ist besser als du? Welcher Act ist denn besser als ich? Robbie Williams. Als was würdest du eigentlich arbeiten, wenn es keine elektronische Musik gäbe? Ich glaube, ich wäre, wie vorhin schon erwähnt, Lufthansa-Pilot geworden. Also hat sich am Reisen nichts geändert. Das Ding. Radio, Fernsehen, Internet.